Der Himmel über Japan. 9. August 1945. Die USA werfen ihre zweite Atombombe innerhalb von 3 Tagen ab. Binnen Sekunden wird ein Drittel von Nagasaki dem Erdboden gleichgemacht. Mehr als 40.000 Menschen verdampfen. Japan kapituliert 5 Tage später. Die neue Superwaffe kommt 2-mal zum Einsatz, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Das ist die allgemein akzeptierte Geschichte. Doch es bestehen Zweifel. Die Bombe hat amerikanische Leben gerettet und war deshalb gerechtfertigt. Das ist ein Gerücht. Der Nordwestpazifik. Luftwaffenstützpunkt Tinian. 9. August 1945. Sergeant William Barney und seine Kameraden der 509. Composite Group bereiten sich auf einen streng geheimen Bombenangriff vor. Sie sollen Fat Man, Amerikas zweite Atombombe, über Japan abwerfen. Die erste, Little Boy, hat 3 Tage zuvor Hiroshima vernichtet. Die USA wollen Japan zur Kapitulation zwingen. Wir wollten den Krieg endlich beenden. Barney ist der Radartechniker des Bombers Great Artist, einem der 3 Flugzeuge für diesen Einsatz. Er soll Messungen vornehmen. Big Stink soll die Explosion filmen. Und Boxcar soll die Bombe abwerfen. ...2500 Kilometer entfernt liegt das Inselreich Japan. Seit 8,5 Monaten überziehen die Amerikaner Japans Städte mit flächendeckenden Bombenangriffen. Im ganzen Land fürchten sich die Menschen vor dem nächsten Angriff. Wir mussten oft im Luftschutzbunker übernachten. In der Nacht auf den 9. schliefen wir das erste Mal seit langem wieder daheim. 2.49 Uhr. Die B-29 Boxcar hebt ab. Der Pilot Charles Sweeney leitet diesen Einsatz. Bombenschütze Kermit Behan ist für den Abwurf der Bombe zuständig. Hinter ihnen sitzt der Navigator Jim Van Pelt. Frederick Ashworth kennt sich von allen am besten mit der Bombe aus. Die Crew bereitet sich auf den 5-stündigen Flug vor. Vom Treffpunkt über der Insel Yakushima aus werden sie gemeinsam ihr Ziel anfliegen. Die Stadt Kokura. ...7.50 Uhr. Ein amerikanisches Flugzeug fliegt über Sakues Haus. Meine Mutter weckte uns und sagte, schnell in den Luftschutzbunker, es könnten Bomber kommen. Und sie sagte, wir dürften auf keinen Fall den Bunker verlassen und zurück nach Hause gehen.
Wenige Kilometer entfernt trägt der 18-jährige Sumitero Taniguchi die Post aus. Als Postbeamter durfte man nicht einfach wegen einer Bombenwarnung die Arbeit niederlegen. Also bin ich nicht in einen Bunker gegangen. Aber es ist kein Bomber, nur ein Aufklärungsflugzeug, das die Wetterlage prüft. Der Luftalarm wird aufgehoben und die Menschen verlassen ihre Bunker. Doch Sakues besorgte Mutter will, dass sie und ihre Schwester drin bleiben. Uhr 50. Boxcar und Great Artist fliegen seit 40 Minuten Schleifen. Aufgrund eines Tankproblems ist die Reichweite der Boxcar eingeschränkt. Und Fatman lastet schwer in ihrem Bombenschacht. Mit jeder Sekunde schwindet kostbarer Treibstoff. Was dauert da so lange? Hopkins, keine Spur von der Big Stink. Da die Big Stink sowieso nur filmen soll, haben die beiden anderen Flugzeuge keinen Grund, weiter zu warten. Sweeney muss eine Entscheidung fällen. Wir können nicht mehr warten. Er gibt das Zeichen zum Aufbruch Richtung Kokura, das 390 Kilometer entfernt liegt. Uhr 20. Die beiden Bomber nähern sich der Stadt. Über Kokura wurde das Wetter schlechter. 9.45 Uhr. Der heitere Himmel, den das Wetterflugzeug gemeldet hat, ist nun wolkenverhangen. Sweeney gibt das Signal zum Zielanflug. Sichtbar. Wir haben drei Anflüge gemacht, aber wir konnten nichts sehen. 10.30 Uhr. Sweeney bricht den Angriff auf Kokura ab. Der misslungene Einsatz hat 45 Minuten Treibstoff gekostet. Jim, bring uns zum Ausweichziel, Nagasaki. Die Heimatstadt von Sakua und Sumitero liegt 160 Kilometer entfernt. Wie sieht's im Tank aus? Nur noch 56 Hektoliter. Das reicht gerade noch, um nach Nagasaki und wieder zurück zum Stützpunkt zu gelangen. Aber nur, wenn sie ballastlos werden. Die Bombe muss abgeworfen werden, egal bei welchem Wetter. Ashwell, können wir mit Radar fliegen, wenn wir das Ziel nicht sehen? Nur Ashworth hat die Befugnis, einen Radaranflug anzuordnen. Ja, Nagasaki. Ob mit Radar oder ohne, die Bombe werfen wir ab. Uhr 56. Boxcar und Great Artist erreichen Nagasaki. Die Bomber werden entdeckt, aber für Wetterflugzeuge gehalten. Es ertönt kein Luftalarm.
Die 270.000 Einwohner bleiben atlos. Sweeney gibt das Signal zum radargestützten Zielanflug. Doch kurz vor dem Einschalten des Radars... Okay, ich kann die Stadt sehen. Sehr schön, Bien. Wechselt die Besatzung zurück auf Sichtflug. Uhr 2. Meter über der Stadt wird Fatman ausgeklingt. Sofort drehen die Bombe ab, um der Explosion zu entkommen. Ich hörte das Dröhnen eines Flugzeugs. Das fand ich komisch, denn es gab ja keinen Luftalarm. Als ich mich umdrehte, mit einer Sprengkraft von 22 Kilotonnen TNT entwickelt Fatman eine Temperatur von über 4000 Grad und einen Sturm, der fast mit Schallgeschwindigkeit durch die Stadt fegt. Ich habe nur noch geschrien. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Die Great Artist kreist über der Stadt und misst die unmittelbaren Folgen der Explosion. Wir alle schauten aus dem Fenster und sahen die Wolke. Der Atompilz stieg immer höher. Eine Rauchsäule stieg von unten zu ihm auf. In Nagasaki ist es totenstill. 6,5 Quadratkilometer der Stadt liegen in Schutt und Asche. Mehr als 40.000 Männer, Frauen und Kinder sind verdampft. Über 70.000 sind verwundet. Ich stand auf und sah mich um. Alle Häuser waren zerstört. Nur das letzte, dem ich gerade noch Post gebracht hatte, war übrig. Im Luftschutzbunker kommt Sakue wieder zu sich. Der Tunnel war voller Menschen, deren Augäpfel aus ihren Augenhöhlen herausbaumelten. Auch ihre Schwester und ihr Neffe haben überlebt. Sie sorgen sich um ihre Mutter. Hilfesuchend wankt Sumitero umher. Ich sah meine Hände an. An meinem linken Arm hing die Haut vom Ellenbogen bis zu den Fingern in Fetzen herab. An meinen Fingern klebte etwas Schwarzes. Durch die Atombombenabwürfe auf Nagasaki und Hiroshima werden über 100.000 Menschen auf der Stelle getötet. In den Monaten und Jahren darauf sterben tausende Japaner durch die freigesetzte Strahlung. Fünf Tage nach Nagasaki beruft US-Präsident Harry Truman eine Pressekonferenz ein. Heute Nachmittag habe ich eine Botschaft von der japanischen Regierung erhalten.
Ich erachte diese Antwort als vollständige Annahme der Potsdamer Erklärung, die die bedingungslose Kapitulation Japans einschließt. Der Krieg im Pazifik ist vorbei. Die zwei Atombomben haben scheinbar ihren Zweck erfüllt. Die USA behaupten, dass dadurch eine Invasion in Japan verhindert und zigtausend amerikanischen Soldaten das Leben gerettet wurde. Diese Behauptung wird allgemein akzeptiert. Doch nach zehnjähriger Recherche in amerikanischen, russischen und japanischen Archiven ist Tsuyoshi Hasegawa zu einem anderen Schluss gekommen. Die Bombe hat amerikanische Leben gerettet und war deshalb gerechtfertigt. Das ist ein Gerücht. Wir lassen die letzten Kriegswochen Revue passieren und durchforsten die Archive. Sie liefern uns die Wahrheit über die Bombe, Japans Kapitulation und das Ende des Zweiten Weltkriegs. Dezember 1941. Japan führt einen Überraschungsangriff auf die US-Flotte in Pearl Harbor durch. Über 2400 Amerikaner sterben. Es ist der Beginn des Pazifikkrieges, der 4 Jahre lang andauern wird. In diesem Krieg sterben über 2 Millionen japanische Soldaten und Zivilisten. Sowie mindestens 100.000 amerikanische Soldaten. Die Amerikaner wollten den Krieg schnellstmöglich beenden. Ende des Jahres 1944 erobern die Amerikaner die Marianeninseln. Von dort aus sind die japanischen Hauptinseln nun in Reichweite der amerikanischen Bomber, die vernichtende Luftangriffe auf Japans Industrie- und Ballungszentren fliegen. Über 60 Städte werden zerstört. Japan soll so zur Kapitulation gezwungen werden. Stattdessen machen sich die Japaner bereit für Ketsugo, den totalen Krieg. Ketsugo ist eine grauenhafte Strategie, denn sie macht aus jedem Soldaten und jedem Zivilisten einen Kamikaze-Kämpfer. Man wollte genug Schaden anrichten, um die amerikanische Kampfmoral zu brechen. Die USA wissen, dass Ketsugo bei einer Invasion der Amerikaner verheerende Verluste zur Folge hätte. Und so entscheiden sie sich für die Bombe. Viele Jahre lang wurden die Amerikaner in dem Glauben gelassen, dass es nur die Wahl zwischen der Bombe und der Invasion gab. Diese Sichtweise ist historisch unrichtig. Der Historiker Barton Bernstein ist überzeugt, dass eine dritte Möglichkeit bestand. Die Zwei-Fronten-Invasion in Japan mit einem mächtigen Verbündeten. Seit 1943 versuchten die USA, ihre russischen Verbündeten zur Aufhebung ihres Neutralitätsabkommens mit Japan zu bewegen. Bei einem Angriff von den USA und der Sowjetunion hätte Japan seine Truppen weitflächiger verteilen müssen. Wäre die Sowjetunion in den Pazifikkrieg eingetreten,
hätten die USA weniger Opfer auf ihrer Seite gehabt. Im Juli 1945 trifft US-Präsident Truman seine britischen und sowjetischen Verbündeten in Potsdam, um über das Nachkriegs-Europa und die Endschlacht im Pazifik zu sprechen. Stalin verriet, dass die Sowjetunion am 15. August in den Krieg gegen Japan eintreten würde. Truman glaubt, dass der Krieg damit enden würde. An jenem Tag schreibt er sogar in sein Tagebuch: Stalin tritt am 15. August in den Japan-Krieg ein. Das dürfte die Japaner erledigen. Damit ist die Invasion Japans nun eine echte Option. Amerika hat, was es will. Seine Verluste könnten durch den Zwei-Fronten-Angriff minimiert werden. Doch Hasegawa glaubt, dass Truman Bedenken hatte, die Russen an Bord zu holen. Bei Potsdam. In Potsdam verschärfte sich der Konflikt zwischen dem Westen und der Sowjetunion wegen Osteuropa. Nachdem Nazi-Deutschland im Mai 1945 kapituliert hat, machen sich die Sowjets in Osteuropa breit. Schamlos nehmen sie riesige Landstriche ein und besetzen Ostdeutschland, das Baltikum, Polen, die Tschechoslowakei, Rumänien und Bulgarien. Russland wird mächtig. Zu mächtig für Amerika. Truman und seine Berater befürchten, dass die Russen auch große Gebiete in Fernost an sich reißen könnten. Truman war in der Zwickmühle. Sollte er den Kriegseintritt der Sowjets begrüßen oder nicht? Ohne Zweifel würden die Sowjets das Leben vieler Amerikaner retten, andererseits aber auch ihre Herrschaft weiter ausdehnen. Truman traut seinem Verbündeten nicht mehr. Doch er sieht eine Möglichkeit, den Krieg vor Eintritt der Sowjets zu beenden und ihnen gleichzeitig Amerikas fortschrittliche Militärtechnologie zu demonstrieren. Mit Atomwaffen. Eine Bombe ist schon einsatzbereit. Die andere wird gerade in der Wüste New Mexicos getestet. Am 21. Juli erhält Truman den Testbericht. Der Test war viel besser gelaufen als erwartet. Truman war glücklich. Mit der Atombombe konnte er den Krieg ohne die Sowjets beenden. Aber dafür müssen die USA die Bombe vor dem 15. August abwerfen, dem geplanten Kriegseintritt der Sowjets. Truman lässt schnellstmöglich die Potsdamer Erklärung verfassen. Ihr zufolge bleibt Japan nur die bedingungslose Kapitulation oder völlige Vernichtung. Japans Befehlshaber ignorieren sie. Es wurde zum Kopf-an-Kopf-Rennen. Am 6. August 1945 werfen die USA Little Boy auf Hiroshima, während die Rote Armee ihre Truppen an der Grenze zur Mandschurei mobilisiert. Stalin war entsetzt darüber, dass die USA die Bombe so schnell abgeworfen hatten. Er dachte, das war's. Die Atombombe würde Japan zur Aufgabe zwingen und der Krieg wäre vorbei. Er war am Boden zerstört.
Спасибо, Владимир. Stalin glaubt, sein Ziel einer Machtausweitung nach Fernost schon verloren. Doch dann erhält er eine dringende Nachricht. Die Japaner bitten die Sowjets um Unterstützung. Japans Plan war noch immer, dass die Russen als Vermittler das Kriegsende herbeiführen sollten. Für Hasegawa ist diese Nachricht der Beweis, dass die Bombe auf Hiroshima für Japan kein Anlass zur Kapitulation gewesen ist. Für Stalin ist es die Rettung. Der Krieg im Pazifik ist noch nicht vorbei. Sofort gab er den Befehl zum Kriegseintritt. Am 9. August, während die zweite Atombombe zum Abwurf bereit gemacht wird, marschieren 1,5 Millionen russische Soldaten in die Mandschurei ein. Die Rote Armee überwältigt die wenigen japanischen Truppen mühelos. Innerhalb weniger Stunden geben die Japaner die mandschurische Hauptstadt Changchun auf. Japans Oberkommando trifft sich zur Krisensitzung im Bunker unter dem Kaiserpalast. Nach dem Kriegseintritt der Sowjets sahen sich die japanischen Strategen einer möglichen Kapitulation gegenüber. Hasegawa glaubt, dass diese Möglichkeit nun erstmals überhaupt in Betracht gezogen wird. Der oberste Kriegsrat der Japaner besteht aus jeweils 3 Verfechtern von Friedens- und Kriegspartei. Trotz der Vernichtung ihrer Marine, der Dezimierung ihrer Luftwaffe, tausender toter Soldaten und hunderttausender ziviler Opfer der Luftangriffe und der Atombombe weigern sie sich zu kapitulieren. Jeder musste sich opfern. Wer starb, hatte Pech. Es war eben Krieg. Das größte Hindernis waren die Kapitulationsbedingungen. Unsere Forderung war und ist bedingungslose Kapitulation. Die Japaner fürchten das Ende der Kaiserherrschaft und damit das Ende ihrer Souveränität und Identität. Bedingungslose Kapitulation interpretierten sie als Abschaffung des Kaisertums. Das konnten sie nicht akzeptieren. Der Kriegsrat will den Kaiser und seine Herrschaft um jeden Preis erhalten. Doch Friedens- und Kriegsparteien verfolgen unterschiedliche Strategien. Die Kriegspartei will den Amerikanern durch einen totalen Krieg derart große Verluste beibringen, dass sie auf Japans Bedingungen für die Kapitulation eingehen. Die Friedenspartei möchte die Russen als Vermittler haben. Mit dem Kriegseintritt Russlands werden beide Pläne zunichte gemacht. Jegliche Hoffnung auf Friedensverhandlungen durch die Sowjetunion wurde vernichtet. Ebenso die Hoffnung der Kriegspartei, Japan erfolgreich zu verteidigen. Denn einem Zwei-Fronten-Krieg waren die Streitkräfte nicht gewachsen. Während die Rote Armee vorrückt, hebt die Boxcar ab. Die zweite Atombombe ist unterwegs. Die Kriegspartei akzeptiert widerwillig, dass eine Kapitulation unausweichlich sein könnte. Aber bedingungslos dürfe sie niemals sein. 10.56 Uhr. Boxcar und Great Artist erreichen Nagasaki. Sie beginnen ihren Angriff. Im Kaiserbunker wird immer noch diskutiert. Okay, ich kann die Stadt sehen.
Sehr schön, Bien. Die Debatte zwischen Kriegs- und Friedenspartei heizt sich auf. Uhr 2. Drei Kilometer von Nagasakis Innenstadt entfernt explodiert Fat Man. Eine halbe Stunde später erreicht die Nachricht den Kriegsrat. Das änderte nichts an der Debatte. Die beiden Parteien können sich nicht über die Kapitulationsbedingungen einigen. Die Sitzung wird vertagt. Anscheinend hat die Kriegspartei die Kapitulation einmal mehr hinauszögern können. Hasegawa entdeckt, dass die sowjetische Invasion die Friedenspartei äußerst beunruhigte. Die Rote Armee kommt beängstigend schnell näher. Die Friedenspartei fürchtet, dass ein anhaltender Krieg für das Kaisertum verheerend sein könnte. Kommunismus und Kaiserherrschaft sind nicht kompatibel. Unter sowjetischem Einfluss wäre das Kaisertum in großer Gefahr. Die Friedenspartei glaubt, dass die pragmatischen Amerikaner den japanischen Kaiser nach der Kapitulation eher verschonen würden als die revolutionären Sowjets. Und so wenden sie sich an den einzigen Mann, der die Kriegspartei überstimmen kann: den Kaiser. Ihn zu überzeugen wird jedoch nicht leicht. Er ist die Galionsfigur des japanischen Militärs. Japanischen Soldaten wurde eingebläut, für den Kaiser bis zum Tod zu kämpfen, anstatt die weiße Fahne zu schwenken. Die Zustimmung des Kaisers zur Kapitulation wäre ein gewaltiger Schock. Der Kriegsrat findet sich am 14. August um 10 Uhr erneut im Kaiserbunker zusammen. Diesmal ist der Kaiser dabei. Japan wird kapitulieren. Bedingungslos. Ich habe beschlossen, die Potsdamer Erklärung anzunehmen. Ein schwerer Schlag für die Kriegspartei. Der Kaiser stand sonst immer zu seiner Armee. Der Kaiser dachte, dass die Strategie der Kriegspartei das Ende der Kaiserherrschaft bedeuten würde. Am 15. August 1945 verkündet Kaiser Hirohito seinem Volk die Entscheidung. Alle haben ihr Bestmögliches getan. Doch wir haben beschlossen, den Weg für einen großen Frieden zu bereiten, indem wir das Unerträgliche ertragen und das Unduldbare erdulden. Nach Hasegawas Ansicht war nicht die Atombombe Anlass zur japanischen Kapitulation, sondern die Bedrohung durch die sowjetischen Invasoren. Durch den Kriegseintritt der Sowjetunion wurde dem Kaiser klar, wie gefährlich ein andauernder Krieg war. Barton Bernstein denkt, dass der Abwurf der zweiten Atombombe auf Nagasaki nach dem Einmarsch der Sowjets ein vollkommen sinnloser Akt war.
Die Bombe auf Nagasaki hat Japan kein Stück näher Richtung Kapitulation gedrängt. Ihr Abwurf hat 60.000, 70.000 Menschen unnötig das Leben gekostet. Mit diesen Kenntnissen können wir die Ereignisse rekonstruieren, die zum Abwurf der zweiten amerikanischen Atombombe führten. Neunzehn Tage vor dem Unglück. Nagasaki bleibt von den tödlichen amerikanischen Brandbomben verschont. Während Sakue Shimohira und ihre Schwester friedlich schlafen, erhält Präsident Truman die Nachricht, dass die USA über einsatzbereite Atomwaffen verfügen. Die Bombe soll das Leben von Amerikanern retten, indem sie das von tausenden japanischen Zivilisten auslöscht. Diese Opfer stehen zu keiner Zeit zur Diskussion. Nirgendwo in den Archiven liest man, dass sich Präsident Truman oder Kriegsminister Stimson oder irgendwer aus ihrem Umfeld überhaupt die Frage gestellt hätten, ob die Bombe nötig ist. Should the bomb be used? 6. August 1945, drei Tage vor dem Unglück. Die USA werfen die erste Atombombe auf Hiroshima und vernichten auf einen Schlag 80.000 Menschen. Zwei Tage vor dem Unglück. Verzweifelt versuchen Japans Befehlshaber noch immer, statt einer bedingungslosen Kapitulation, die Sowjetunion zur Vermittlung eines Waffenstillstandes zu bewegen. Der Erhalt der Kaiserherrschaft bleibt ihr höchstes Ziel. Ebenso wie die Amerikaner kümmern sie sich keinen Deut um die Zivilbevölkerung. As far as the army is concerned, der Armee war der Tod von Zivilisten im Grunde völlig egal. 12 Stunden vor dem Unglück. Die Sowjetunion lehnt eine Vermittlerrolle ab und erklärt Japan den Krieg. 9 Stunden vor dem Unglück. Obwohl der Abwurf einer zweiten Atombombe nun vollkommen unnötig erscheint, startet der Bomber Boxcar mit dem knapp 5 Tonnen schweren Fat Man vom Luftwaffenstützpunkt Tinian. Seine Ziele: Kokura oder Nagasaki. Eine entsetzliche Anzahl unschuldiger Opfer scheint unvermeidbar. Die USA wollen unbedingt ihre neue Waffe testen und gegenüber den Sowjets die Oberhand behalten. By 1945 hatte sich der Zweite Weltkrieg zum totalen Krieg entwickelt. Alle Konventionen, den Tod von Zivilisten zu vermeiden, wurden nach und nach über Bord geworfen. Nach Jahren brutaler Kämpfe scheint jegliche Menschlichkeit auf allen Seiten verschwunden zu sein. Sechs Minuten vor dem Unglück. Die Boxcar beginnt den Zielanflug auf Nagasaki. Die Bombe wird ausgeklinkt. 43 Sekunden später, um 11.02 Uhr, explodiert. Vierzigtausend Menschen sterben sofort. Tausende mehr sterben an radioaktiver Strahlung.
Für die Überlebenden, wie Sakur und Sumitero, ist es die Hölle auf Erden. Wir wurden ausgegrenzt. Es hieß, du bist schmutzig, komm uns nicht zu nahe. Zwei, dreimal wollte ich mich vor den Zug werfen, aber ich bin doch jedes Mal zur Seite gesprungen. Ich musste weiterleben, wenn auch ganz allein. Sonst wäre ja keiner mehr da gewesen, der Blumen auf die Gräber legt. Es gibt niemanden wie mich, der direkt getroffen wurde, so schwere Verletzungen erlitt, 3 Jahre und 7 Monate im Krankenhaus lag und überlebte. Ich muss das Ende der Atomwaffen mit eigenen Augen sehen. Vorher will ich nicht sterben. Dezember 1941. Japan führt einen Überraschungsangriff auf die US-Flotte in Pearl Harbor durch. Über 2400 Amerikaner starben. Es ist der Beginn des Pazifikkrieges, der 4 Jahre lang andauern wird. In diesem Krieg starben über 2 Millionen japanische Soldaten und Zivilisten. Sowie mindestens 100.000 amerikanische Soldaten. Die Amerikaner wollten den Krieg schnellstmöglich beenden. Ende des Jahres 1944 erobern die Amerikaner die Marianeninseln. Von dort aus sind die japanischen Hauptinseln nun in Reichweite der amerikanischen Bomber, die vernichtende Luftangriffe auf Japans Industrie- und Ballungszentren fliegen. Über 60 Städte werden zerstört. Japan soll so zur Kapitulation gezwungen werden. Stattdessen machen sich die Japaner bereit für Ketsugo, den totalen Krieg. Ketsugo ist eine grauenhafte Strategie, denn sie macht aus jedem Soldaten und jedem Zivilisten einen Kamikaze-Kämpfer. Man wollte genug Schaden anrichten, um die amerikanische Kampfmoral zu brechen. Die USA wissen, dass Ketsugo bei einer Invasion der Amerikaner verheerende Verluste zur Folge hätte. Und so entscheiden sie sich für die Bombe. Viele Jahre lang wurden die Amerikaner in dem Glauben gelassen, dass es nur die Wahl zwischen der Bombe und der Invasion gab. Diese Sichtweise ist historisch unrichtig. Der Historiker Barton Bernstein ist überzeugt, dass eine dritte Möglichkeit bestand. Die Zwei-Fronten-Invasion in Japan mit einer Partei heizt sich auf. Uhr 2.
Drei Kilometer von Nagasakis Innenstadt entfernt explodiert Fat Man. Eine halbe Stunde später erreicht die Nachricht den Kriegsrat. Das änderte nichts an der Debatte. Die beiden Parteien können sich nicht über die Kapitulationsbedingungen einigen. Die Sitzung wird vertagt. Anscheinend hat die Kriegspartei die Kapitulation einmal mehr hinauszögern können. Hasegawa entdeckt, dass die sowjetische Invasion die Friedenspartei äußerst beunruhigte. Die Rote Armee kommt beängstigend schnell näher. Die Friedenspartei fürchtet, dass ein anhaltender Krieg für das Kaisertum verheerend sein könnte. Kommunismus und Kaiserherrschaft sind nicht kompatibel. Unter sowjetischem Einfluss wäre das Kaisertum in großer Gefahr. Die Friedenspartei glaubt, dass die pragmatischen Amerikaner den japanischen Kaiser nach der Kapitulation eher verschonen würden als die revolutionären Sowjets. Und so wenden sie sich an den einzigen Mann, der die Kriegspartei überstimmen kann: den Kaiser. Ihn zu überzeugen wird jedoch nicht leicht. Er ist die Galionsfigur des japanischen Militärs. Japanischen Soldaten wurde eingebläut, für den Kaiser bis zum Tod zu kämpfen, anstatt die weiße Fahne zu schwenken. Die Zustimmung des Kaisers zur Kapitulation wäre ein gewaltiger Schock. Der Kriegsrat findet sich am 14. August um 10 Uhr erneut im Kaiserbunker zusammen. Diesmal ist der Kaiser dabei, Wurf der Bombe zuständig. Hinter ihnen sitzt der Navigator Jim van Pelt. Frederick Ashworth kennt sich von allen am besten mit der Bombe aus. Die Crew bereitet sich auf den 5-stündigen Flug vor. Vom Treffpunkt über der Insel Yakushima aus werden sie gemeinsam ihr Ziel anfliegen. Die Stadt Kokura. Uhr 7:50. Ein amerikanisches Flugzeug fliegt über Sakues Haus. Meine Mutter weckte uns und sagte, schnell in den Luftschutzbunker, es könnten Bomber kommen. Und sie sagte, wir dürften auf keinen Fall den Bunker verlassen und zurück nach Hause gehen. Wenige Kilometer entfernt trägt der 18-jährige Sumitero Taniguchi die Post aus. Als Postbeamter durfte man nicht einfach wegen einer Bombenwarnung die Arbeit niederlegen. Also bin ich nicht in einen Bunker gegangen. Aber es ist kein Bomber, nur ein Aufklärungsflugzeug, das die Wetterlage prüft. Der Luftalarm wird aufgehoben und die Menschen verlassen ihre Bunker. Doch Sakues besorgte Mutter will, dass sie und ihre Schwester drin bleiben. Uhr 50.
Boxcar und Great Artist fliegen seit 40 Minuten Schleifen. Aufgrund eines Tankproblems ist die Reichweite der Boxcar eingeschränkt. Und Fat Man lastet schwer in ihrem Bombenschacht. Mit jeder Sekunde schwindet kostbarer Treibstoff. Was dauert da so lange? Hopkins, keine Spur von der Big Stink. Da die Big Stink sowieso nur filmen soll, haben die beiden anderen Flugzeuge keinen Grund, weiter zu warten. Sweeney muss eine Entscheidung treffen. 1000 amerikanische Soldaten. Die Amerikaner wollten den Krieg schnellstmöglich beenden. Ende des Jahres 1944 erobern die Amerikaner die Marianeninseln. Von dort aus sind die japanischen Hauptinseln nun in Reichweite der amerikanischen Bomber, die vernichtende Luftangriffe auf Japans Industrie- und Ballungszentren fliegen. Über 60 Städte werden zerstört. Japan soll so zur Kapitulation gezwungen werden. Stattdessen machen sich die Japaner bereit für Ketsugo, den totalen Krieg. Ketsugo ist eine grauenhafte Strategie, denn sie macht aus jedem Soldaten und jedem Zivilisten einen Kamikaze-Kämpfer. Man wollte genug Schaden anrichten, um die amerikanische Kampfmoral zu brechen. Die USA wissen, dass Ketsugo bei einer Invasion der Amerikaner verheerende Verluste zur Folge hätte. Und so entscheiden sie sich für die Bombe. Viele Jahre lang wurden die Amerikaner in dem Glauben gelassen, dass es nur die Wahl zwischen der Bombe und der Invasion gab. Diese Sichtweise ist historisch unrichtig. Der Historiker Barton Bernstein ist überzeugt, dass eine dritte Möglichkeit bestand. Die Zwei-Fronten-Invasion in Japan mit einem mächtigen Verbündeten. Seit 1943 versuchten die USA, ihre russischen Verbündeten zur Aufhebung ihres Neutralitätsabkommens mit Japan zu bewegen. Bei einem Angriff von den USA und der Sowjetunion hätte Japan seine Truppen weitflächiger verteilen müssen. Wäre die Sowjetunion in den Pazifikkrieg eingetreten, hätten die USA weniger Opfer auf ihrer Seite gehabt. Im Juli 1945 trifft US-Präsident Truman seine britischen und sowjetischen Verbündeten in Potsdam, um über das Nachkriegs-Europa und die Endschlacht im Pazifik zu sprechen. Stalin verriet, dass die Sowjetunion am 15. August in den Krieg gegen Japan eintreten würde. Angriffe auf Japans Industrie- und Ballungszentren fliegen. Über 60 Städte werden zerstört. Japan soll so zur Kapitulation gezwungen werden. Stattdessen machen sich die Japaner bereit für Ketsugo, den totalen Krieg. Ketsugo ist eine grauenhafte Strategie, denn sie macht aus jedem Soldaten und jedem Zivilisten einen Kamikaze-Kämpfer. Man wollte genug Schaden anrichten, um die amerikanische Kampfmoral zu brechen. Die USA wissen, dass Ketsugo bei einer Invasion der Amerikaner verheerende Verluste zur Folge hätte. Und so entscheiden sie sich für die Bombe. Viele Jahre lang wurden die Amerikaner in dem Glauben gelassen, dass es nur die Wahl zwischen der Bombe und der Invasion gab. Diese Sichtweise ist historisch unrichtig. Der Historiker Barton Bernstein ist überzeugt, dass eine dritte Möglichkeit bestand.
die Zwei-Fronten-Invasion in Japan mit einem mächtigen Verbündeten. Seit 1943 versuchten die USA, ihre russischen Verbündeten zur Aufhebung ihres Neutralitätsabkommens mit Japan zu bewegen. Bei einem Angriff von den USA und der Sowjetunion hätte Japan seine Truppen weitflächiger verteilen müssen. Wäre die Sowjetunion in den Pazifikkrieg eingetreten, hätten die USA weniger Opfer auf ihrer Seite gehabt. Im Juli 1945 trifft US-Präsident Truman seine britischen und sowjetischen Verbündeten in Potsdam, um über das Nachkriegs-Europa und die Endschlacht im Pazifik zu sprechen. Stalin verriet, dass die Sowjetunion am 15. August in den Krieg gegen Japan eintreten würde. Truman glaubt, dass der Krieg damit enden würde. An jenem Tag schreibt er sogar in sein Tagebuch: Stalin tritt am 15. August in den Japan-Krieg ein. Das dürfte die Japaner erledigen. Damit ist die Invasion Japans nun eine echte Option. Amerika hat, was es will. Seine Verluste könnten durch den Zwei-Fronten-Angriff minimiert werden. Der Nordwestpazifik. Luftwaffenstützpunkt Tinian. 9. August 1945. Sergeant William Barney und seine Kameraden der 509. Composite Group bereiten sich auf einen streng geheimen Bombenangriff vor. Sie sollen Fat Man, Amerikas zweite Atombombe, über Japan abwerfen. Die erste, Little Boy, hat drei Tage zuvor Hiroshima vernichtet. Die USA wollen Japan zur Kapitulation zwingen. Wir wollten den Krieg endlich beenden. Barney ist der Radartechniker des Bombers Great Artist, einem der drei Flugzeuge für diesen Einsatz. Er soll Messungen vornehmen. Big Stink soll die Explosion filmen. Und Boxcar soll die Bombe abwerfen. ...2500 Kilometer entfernt liegt das Inselreich Japan. Seit 8,5 Monaten überziehen die Amerikaner Japans Städte mit flächendeckenden Bombenangriffen. Im ganzen Land fürchten sich die Menschen vor dem nächsten Angriff. Wir mussten oft im Luftschutzbunker übernachten. In der Nacht auf den 9. schliefen wir das erste Mal seit langem wieder daheim. 2.49 Uhr. Die B-29 Boxcar hebt ab. Der Pilot Charles Sweeney leitet diesen Einsatz. Bombenschütze Kermit Behan ist für den Abwurf der Bombe zuständig. Hinter ihnen sitzt der Navigator Jim Van Pelt. Frederick Ashworth kennt sich von allen am besten mit der Bombe aus. Vor dem nächsten Angriff. Wir mussten oft im Luftschutzbunker übernachten. In der Nacht auf den 9. schliefen wir das erste Mal seit langem wieder daheim.
2.49 Uhr. Die B29 Boxcar hebt ab. Der Pilot Charles Sweeney leitet diesen Einsatz. Bombenschütze Kermit Behan ist für den Abwurf der Bombe zuständig. Hinter ihnen sitzt der Navigator Jim Van Pelt. Frederick Ashworth kennt sich von allen am besten mit der Bombe aus. Die Crew bereitet sich auf den 5-stündigen Flug vor. Vom Treffpunkt über der Insel Yakushima aus werden sie gemeinsam ihr Ziel anfliegen. Die Stadt Kokura. Uhr 50. Ein amerikanisches Flugzeug fliegt über Sakurs Haus. Meine Mutter weckte uns und sagte, schnell in den Luftschutzbunker, es könnten Bomber kommen. Und sie sagte, wir dürften auf keinen Fall den Bunker verlassen und zurück nach Hause gehen. Wenige Kilometer entfernt trägt der 18-jährige Sumitero Taniguchi die Post aus. Als Postbeamter durfte man nicht einfach wegen einer Bombenwarnung die Arbeit niederlegen. Also bin ich nicht in einen Bunker gegangen. Aber es ist kein Bomber, nur ein Aufklärungsflugzeug, das die Wetterlage prüft. Kilometer von Nagasakis Innenstadt entfernt explodiert Fat Man. Eine halbe Stunde später erreicht die Nachricht den Kriegsrat. Das änderte nichts an der Debatte. Die beiden Parteien können sich nicht über die Kapitulationsbedingungen einigen. Die Sitzung wird vertagt. Anscheinend hat die Kriegspartei die Kapitulation einmal mehr hinauszögern können. Hasegawa entdeckt, dass die sowjetische Invasion die Friedenspartei äußerst beunruhigte. Die Rote Armee kommt beängstigend schnell näher. Die Friedenspartei fürchtet, dass ein anhaltender Krieg für das Kaisertum verheerend sein könnte. Kommunismus und Kaiserherrschaft sind nicht kompatibel. Unter sowjetischem Einfluss wäre das Kaisertum in großer Gefahr. Die Friedenspartei glaubt, dass die pragmatischen Amerikaner den japanischen Kaiser nach der Kapitulation eher verschonen würden als die revolutionären Sowjets. Und so wenden sie sich an den einzigen Mann, der die Kriegspartei überstimmen kann: den Kaiser. Ihn zu überzeugen wird jedoch nicht leicht. Er ist die Galionsfigur des japanischen Militärs. Japanischen Soldaten wurde eingebläut, für den Kaiser bis zum Tod zu kämpfen, anstatt die weiße Fahne zu schwenken. Die Zustimmung des Kaisers zur Kapitulation wäre ein gewaltiger Schock.
Der Kriegsrat findet sich am 14. August um 10 Uhr erneut im Kaiserbunker zusammen. Diesmal ist der Kaiser dabei. Japan wird kapitulieren. Bedingungslos. Ich habe beschlossen, die Potsdamer Erklärung anzunehmen. Ein schwerer Schlag für die Kriegspartei. Der Kaiser stand sonst immer zu seiner Armee. Die Bombe soll das Leben von Amerikanern retten, indem sie das von tausenden japanischen Zivilisten auslöscht. Diese Opfer stehen zu keiner Zeit zur Diskussion. Nirgendwo in den Archiven liest man, dass sich Präsident Truman oder Kriegsminister Stimson oder irgendwer aus ihrem Umfeld überhaupt die Frage gestellt hätten, ob die Bombe nötig ist. Should the bomb be used? 6. August 1945. Drei Tage vor dem Unglück. Die USA werfen die erste Atombombe auf Hiroshima und vernichten auf einen Schlag 80.000 Menschen. Zwei Tage vor dem Unglück. Verzweifelt versuchen Japans Befehlshaber noch immer, statt einer bedingungslosen Kapitulation, die Sowjetunion zur Vermittlung eines Waffenstillstandes zu bewegen. Der Erhalt der Kaiserherrschaft bleibt ihr höchstes Ziel. Ebenso wie die Amerikaner kümmern sie sich keinen Deut um die Zivilbevölkerung. As far as the army is concerned, der Armee war der Tod von Zivilisten im Grunde völlig egal. 12 Stunden vor dem Unglück. Die Sowjetunion lehnt eine Vermittlerrolle ab und erklärt Japan den Krieg. 9 Stunden vor dem Unglück. Obwohl der Abwurf einer zweiten Atombombe nun vollkommen unnötig erscheint, startet der Bomber Boxgar mit dem knapp 5 Tonnen schweren Fatman vom Luftwaffenstützpunkt Tinian. Seine Ziele: Kokura oder Nagasaki. Eine entsetzliche Anzahl unschuldiger Opfer scheint unvermeidbar. Die USA wollen unbedingt ihre neue Waffe testen und gegenüber den Sowjets die Oberhand behalten. By 1945 hatte sich der Zweite Weltkrieg zum totalen Krieg entwickelt. Alle Konventionen, den Tod von Zivilisten zu vermeiden, wurden nach und nach über Bord geworfen. Nach Jahren brutaler Kämpfe scheint jegliche Menschlichkeit auf allen Seiten verschwunden zu sein. Sechs Minuten vor dem Unglück.